Can it be your faith in Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mafia Definitive Edition mit mir, I zu dem Motherfucking Z. Und damit das nicht so ein Chaos wird wie letztes Mal, dachte ich, starten wir im Ladebildschirm. Weil jetzt kommt natürlich die Zwischensequenz, aber die hatten wir ja letztes Mal schon gesehen, haben das schon geschafft, haben also gottverdammter Glückspilz abgeschlossen und dem Bruder von Morello umgelegt. Und jetzt, Alter, ist die Kamera asynchron? Aha. Ja, das ist wirklich meine. Das ist wirklich die Technik, mit der ich versuche, das wieder einzupegeln. Creme de la Creme. Herrschte wochenlang Chaos. Unsere Jungs gegen ihre. Und Morello war untergetaucht. Aber ein Boss kann sich nicht ewig verstecken. Damit ein Don gefürchtet wird, muss er sich sehen lassen. Schließlich hörten wir, dass er sich zeigen würde. Morello will uns provozieren? So tun, als wären wir nicht im Krieg? Wir werden uns ihm stellen. So kriegen wir ihn. Wir warten vor dem Theater. Bis zum Ende der Show. All die reichen Arschlöcher werden rauskommen. Und dann schnappen wir uns Morello. Aus der Menge. Bevor sie uns kommen sehen. Das Theater wird voll sein. Möglicherweise wird sogar der Bürgermeister da sein oder der Polizeipräsident. Genau darum geht's, Tom. Wir töten ihn in der Öffentlichkeit. So dass es die feinen Pinkel sehen. Dann wissen sie, wer der Chef ist. Egal, ob man eine Marke, eine Robe oder ein fettes Bündel Geld in der Tasche hat, wenn Salieri in die Quere kommt, ist tot. Okay, Boss. Wir erledigen das. Nehmt die Maschinengewehre, aber seid euch sicher, dass ihr vor dem Theater keine Aufmerksamkeit auf euch zieht. Haltet die Knarren versteckt, bis ihr Morello seht. Und dann durchsiebt ihr ihn. Der weiße Anzug soll aussehen, als wäre er mit Rosen bedeckt. Verstanden? Klar, Boss. Okay, das ist ja mal eine eindeutige Ansage, meine Lieben. Danke, endlich, heute noch? Endlich packen wir es an. Das ganz stimmt ruhig. Wohl. Wir müssen zum Theater, bevor die Vorstellung vorbei ist. Tom, du fährst. Natürlich mache ich das. Es steht fest, Jungs. Morello stirbt heute Abend. Heute? Scheiße. Wirkt alles noch so realitätsfern. Jungs, rein hier in den Karren. Wir haben noch was vor. Drück aufs Gas, Tom! Unglaublich, dass wir nach all den Jahren endlich Morello aufs Korn nehmen. Ihr kennt ja die alte Leier. Da wird eh immer nur dumm rumgelabert. Wie ein Busfahrer. Los! Sollten wir uns nicht verdeckt halten? Hinterher! Häng dich ran, Tom! Sonst macht der Don uns fertig! Sollten wir uns nicht die Knarren verdeckt halten, damit wir nicht gesehen werden? Die müssen wir zuerst ausschalten. Alles klar. Sorry. Ah, die Bullen. Ah, ich kann auch schießen, sehr gut. Das Theater beobachtet. Morello hat sie zum letzten Mal bezahlt. Ab morgen gehören sie uns. Ja, komm. Ey, die halten so unrealistisch Scheiße. Viel aus. Die Kiste steckt zu viel ein. Aber die aber auch. Jetzt. Komm schon, Jungs, wir übernehmen die Stadt. So, den Morello Polizeiwagen da noch, die kümmern sich um die von hinten. Hat alle seine Jungs mitgebracht. Schaltet sie aus, ja, perfekt. Aber wir sind wegen Morello hier. Wobei Morello fährt auch eine ganz schön. Oh, oh. Alles gut, Jungs. Aua! Wenn wir sie verlieren, taucht er Monate unter. Oder länger. Er darf nicht entkommen. Er könnte überall ja. verschwinden. Ich versuch's Wenn doch. Er entwischt, verkriecht er sich vielleicht in einem anderen Staat. Wir müssen ihn heute schnappen. Dann machen wir das. Ist doch alles kein Problem. Unser Motor geht drauf. Oh, okay. Der ging ganz schön lang, der Drift. Alles kein Ding. Nein! Ja, jetzt kommt wieder, oh, wir verlieren ihn. Ey, wenn ich jetzt die Mission deswegen verliere. Also verkack.
kann ihn von hier gar nicht hitten, oder? Das ist vergebens. Da muss ich den Drift abbrechen. Der ist aber auch schnell. Niemand kennt diese Stadt besser als ich. Keine Sorge. Oh. Das wird ganz schön eng. Morello hat einen guten Fahrer. Aber er ist nichts gegen dich, Tom. Also jetzt kann der ja so langsam... Mann, Platz da, Mann. Ihr stoppt. Ihr macht mich alle langsamer. Gummi im Beton zählt, nicht Fleisch noch dazwischen. Ach ja, klar. Jetzt so langsam ist doch mal gut. Gott, diese Kerle geben nicht auf. Wir auch nicht. Wir ziehen das voll durch. Wir fahren hier gerade richtig raus. Total ungewohnt für Mafia eigentlich. Hier wurde jetzt aber auch nicht so viel Liebe reingesteckt. Also, oh, das muss man halt auch einfach mal dazu sagen, ne? Oh, die halten aber nicht mehr viel aus, glaube ich. Wo will er hin? Er kommt nicht aus der Stadt, wenn wir ihm an der Stoßstange kleben. Wo immer er hin will, er hat's echt eilig. Der Flughafen! Nein! Er will von hinten rein, ja. Ich auch. Flugzeug. Da sind noch mehr seiner Leute. Gut, wir müssen alles säubern. Er wird sterben und seine Leute auch. Okay, aber wir drei bleiben am Leben. Sie haben den Flughafen das wäre schön, gerade ja. erst wieder hingekriegt. Danke nochmal für das Balsam. Ey, was für das Balsam? Ich rede heute wie der letzte Huren. Okay, war eh nur eine Cutscene. Alles auf ihn schießen war für Games. Wir haben Gesellschaft. Ich sehe sie. Seid ihr okay? Ja, nichts passiert. Nur etwas Glas in den Haaren. Lässt sich leicht rauskämmen. Daneben zu Fuß. Los, Bewegung. Alles klar. Der Rest von ihnen kommt! Hinter dir! Das ist dann jetzt hier so wohl der große Showdown. Zwischen Morello und den Salieri-Jungs. Na los, komm, mach deinen Kopf hoch. Tommy, pass auf! Wo sind denn hier gerade noch Gegner? Er wollte den Molotow gerade noch werfen, ey. Was? Ah, das war Bullshit. Oh fuck, ja, ich geh dran. Ja, ich hab ihn zu spät gesehen. Oh, ich hab ihn viel zu spät gesehen. Das müssen wir hier mal kurz anmachen. Ja, komm, hier, letzten Kontrollpunkt laden. So. Ich hab's viel zu spät gesehen. So, Jungs, Kopf hoch. Vielleicht kriegen wir von hier eine bessere Posi. Ja, da haben wir schon mal den ersten. Der ist auch tot. Okay. Ja, da oben. Der ist down. Och, Digga. Jetzt sterb doch. Stirb. Der ist schon mal weg. Habe ich auch sowas Cooles? Nee, natürlich nicht. So, das Sniper-Nest hatten wir. Da hinten. Oh nein!
Oh, was für ein Hickhack. Da ist auch ein Gegner, okay. Alles klar. Alles klar. Es geht auf jeden Fall direkt weiter. Haben wir. Alter, ist das tatsächlich ein Sniper? Boah, Jungs, ey, mir geht's gerade auch nicht so perfekt. Geh mal lieber in Deckung vielleicht, er schießt da. Einhändig wie ein Hurensohn. Okay, besser. Gute Zeit zum Verpissen. Vielleicht nehmen wir sogar die Sniper hier vorne mal mit. Ja, da ist sie doch. Hey. Jetzt nimm sie doch bitte auf. Ach, E ist die Taste. Nicht F! Mann, das kann jeder mal falsch machen. Nicht nur ich. Mann. So eine Pisse. Boah, Jungs, ey, wisst ihr eigentlich, wie lange ich heute aufnehmen muss? Also, das heißt, es macht ja auch Spaß, aber ich bin heute so lange hier. Wir haben einen weil ich es ja leider verkackt habe. Gestern kam ja auch kein GTA, deswegen muss ich da auch nochmal eine Folge nachliefern heute. Aber ich verstehe das natürlich völlig. Ihr wollt ja auch euer GTA haben. Und ich habe ja auch Spaß daran, euch GTA zu geben. So, wer hat mir gerade eigentlich so viel Schaden gedrückt? Haben die hier noch einen Sniper drin? Da hinter dem Auto. Da und da hinten auch. Okay. Erstmal reinkommen in die Bude. Was? Ja, oh, der hat gesessen. Der ist down. Okay. Ja, dann los. Heute noch. Er will abhauen. In das Auto! Tommy, vor uns. Du bist der beste Schütze von uns. Ich bin der beste Schütze und der beste Autofahrer, oder was? Steig ein, Mann! Bring uns hoch! Wir sind zu langsam. Mach ich. Nicht gut. Ist das schon genug? Das funktioniert ja nicht. Es muss klappen. Er ist in einem scheiß Flugzeug. Hör auf und lass mich. Noch ist er nicht weg. Hey, fahr mal wieder weiter nach rechts. Jawohl. Junge, ich was willst du machen? Steuer. Warum? Weil ich hier der Fahrer bin. Und jetzt müssen wir einen Flieger erwischen. Okay, das ist der Plan. Wir folgen ihm, sehen, wo er landet und feuern dann aus allen Rohren und machen sie alle. Der Vogel bleibt bestimmt nicht in der Luft. Alter, wie schnell ist er denn? Das Ding wird nicht landen, sondern abstürzen. Sieht es für dich aerodynamisch aus? Gott sei Dank haben wir dich im Auto, Professor. Morello wird einen Flugzeugabsturz nicht überleben. Wahrscheinlich nicht, aber er ist erst tot, wenn wir ihn tot sehen. Gerade ihr zwei solltet das inzwischen wissen. Okay, die machen jetzt hier anscheinend eine Linksbiege. Jungs, 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 ey, heute spannend. Heute spannend. Vielleicht dann hier zur links. Rennstrecke. Dort kann er ihn eher sicher auf den Boden bringen. Landen kann er, aber er wird nicht sicher sein. Egal, wo er landet, wir sind ihm auf den Fersen. Alter, das ist kein richtiger 80er Actionfilm. Wir werden ihn schnappen. Oh ja, Mann. Denn wir sind ein gutes, eingespieltes Team, Mann. Geht der runter? Ja, Mann, das sind wir. Wir machen ihn fertig. Geht der? Alter. Was soll denn so ein Bums? Das passt gar nicht in die Erzählweise von dem wunderschönen Mafia-Spiel. Ey. Wo Straße, Bahn sich kreuze, bist am besten nett dazwischen. Das ist immer ein Spruch, den hat meine Mutter so gesagt. Oh. Kommt schon, wir müssen sicher gehen, dass er tot ist, bevor die Bullen aufkreuzen. Das war jetzt aber sehr rasant. So was überlebt keiner. Plötzlich? Mann, ist das viel Rauch. Irre, dass wir das geschafft haben. Ja, irgendwie unwirklich. Passt auf und haltet die Waffen bereit. Wir dürfen nicht nachlässig werden. So, hier ist es ja jetzt direkt. Wir haben keine Zeit. Alle Bullen der Stadt sind auf dem Weg hierher.
Wir steigen aus, sehen nach und verschwinden. Klar? Aber was ist heute mit dir los, Tom? Nix. Oh mein Gott. Der Bastard ist tot, er weiß es nur noch nicht. Jetzt weiß er es. Ja, Mann. Gut gemacht. Kommt schon. Hauen wir ab. Krass. Morello weg vom Fenster. Der große Erzfeind. Ey. Wir sehen uns im Jenseits, Marco. Standen sich anscheinend doch näher als erwartet. Kapitel abgeschlossen. Creme de la Creme. Die Maus eigentlich mal genug geladen? Ach schön, das hört ihr ja jetzt auch alle, ne? Weil dann kommt nämlich jetzt der Jürgen hier rein. Sie verfluchtes Phantom. Ich habe sie 3 verdammte Jahre lang gejagt. Dafür gibt's lebenslänglich. Oder den Stuhl. Sie wollen nicht den kleinen Fisch, sondern den großen dahinter. Darum geht's also die ganze Zeit, hm? Sie liefern mir Salieri. Die gestohlenen Geschäftsbücher. Ich habe sie. Gehören Ihnen genug, um Salieri für immer einzusperren. Wenn wir einen Deal haben. Meine Familie für den Don. Erkennen Sie jemanden? Wirklich nicht? Der Alte ist Don Pepone, die 2 Jüngeren sind Morello und Salieri. Ja. Okay, verstehe. Wann war das? 1920? April. Morellos Hochzeit, Salieri war sein Trauzeuge. Scheiße, sind ja noch Kinder. Und schon Soldaten in Pepones Truppe. Was ist passiert? Wie konnten sie von besten Freunden zu erbitterten Todfeinden werden? Ich wusste nicht mal, dass sie Freunde waren. Ach, Tommy. Was sie alles nicht wissen, könnte einen ganzen Tresor füllen. Das ist crazy, ey. Immer dieser Blick rüber zur Kamera. In einem See. Damit alles weiter glatt läuft, teilen sich Salieri und Morello die Stadt untereinander auf. Ja, ich habe die Geschichte gehört. Also was? Ihre Freundschaft hätte für die Abmachung reichen sollen. Macht aber keinen Unterschied. Nach Morello war Salieri glücklich. Dachte, uns gehört die ganze Stadt. Ich war nur froh, dass der Krieg vorbei war. Aber dann dachte ich nach. Was nützte Morello sein ganzes Geld, wenn es ihn nicht vor jemandem wie mir schützen konnte? Einem verdammten Taxifahrer. Es hat ihm nur eins gebracht. Eine riesige Zielscheibe auf seinem Kopf. Dieser Gedanke kreiste in meinem Kopf und ließ mich nicht los, bis ich eines Tages im Spiegel dieselbe Zielscheibe sah. Genau hier. Sie wollen auf meine Tränendrüse drücken, nicht wahr? Ich wollte das gute Leben nicht aufgeben, sicher nicht. Ich dachte, ich bin einfach schlauer als Morello.
Damit nicht eines Tages Pauli oder Sam mit einer Knarre zu mir kommen würden. Die Sache ist, das sieht man nicht, wenn man sich auf der Straße durchschlägt, um sein Leben kämpft. Dann ist der Typ neben dir nicht dein Partner, sondern dein Bruder. Für ihren Bruder würden sie töten, stimmt's? Aber nachts liegt man wach und fragt sich, was er und der Don insgeheim planen. Ob dein bester Freund hungrig genug ist, dich zu verraten. Oha, okay, die Story zieht jetzt auf jeden Fall ordentlich an. Aber ordentlich an. Jungs, 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 Wahlkampf 1938. Gab's Probleme? Nein, Boss, keine Probleme. Noch was für mich? Paulis ist etwas leicht. In meinem ist mehr, sollte es ausgleichen. Gehst du gern schwimmen, Tom? War ein paar Mal am Strand, klar. Ich kannte mal ein paar Typen. Fuhren mit Bräuten an den See, tranken ein paar Biere, hatten Spaß. Und dann stürzte sich einer ins Wasser. Er schwimmt in die Mitte vom See und merkt, ihm geht die Puste aus, schafft's nicht zurück. Er ruft um Hilfe. Der andere Typ ist ein guter Schwimmer. Er schwimmt raus, um seinen Kumpel ans Ufer zu bringen. Der erste Typ ist dumm und weiß nicht, dass das Wasser zu tief für ihn ist. Wird panisch. Hängt sich an seinen Freund, beide gehen unter. Tauchen nicht mehr auf. Pauli ist dein Freund. Und du bist loyal. Ich respektiere das. Aber zahl nie wieder seine Rechnung. Okay, Boss. Gut. Jetzt kümmern wir uns um diesen Turnbull. Den angehenden Gouverneur? Ja, den. Er redet davon, uns das Geschäft schwer machen zu wollen. Lustig. Er gibt mehr für Huren aus als Pauli und Sam zusammen. Soll ich ihn besuchen? Vielleicht bestechen? Nein. Trau nie einem Heuchler, Tom. Wir müssen seine Ambitionen beenden. Und zwar so, dass niemand auf dieselben Gedanken wie er kommt. Hat Vinny einen Plan? Na klar. Turnbull hält eine Rede bei Central Island. Das Rednerpult ist abgeschirmt und schwer zu erreichen. Vom Turm im alten Gefängnis kannst du die Kundgebung gut sehen. Von dort verpasst du ihm ein drittes Auge. Okay. Ich hol mir von Vinny die Waffe. Denk dran, du hast nur eine Chance. Verfehlst du ihn, wird er sofort weggebracht. Ich bin ihr bester Schütze. Sonst würden sie nicht mit mir sprechen. Dann mach es. Okay, mal wieder ein Attentat, meine Lieben. Wieder ein Attentat. Ich würde aber sagen, wie es weitergeht, seht... Nee, zu lange nicht mehr aufgenommen, das wird so nix. Ich würde sagen, wie es in der nächsten Folge weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zugucken, bis dann. Tschüss.